Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Wir werden uns heute mal ein bisschen mit der Berichterstattung drumherum beschäftigen, nämlich um das Format Daniela Katzenberger auf Vox. Da gab es jetzt ja nun die ersten zwei Folgen und die erste Folge hat uns ja schon ordentlich, ja, wie sagt man, in Aufruhr versetzt, als das ganze Thema Qualzucht aufkam und man damit auch wirklich absolut falsch umgegangen ist. So zumindest meine persönliche Meinung. Das habe ich euch in diesem Video vorgestellt, ist jetzt sogar eineinhalb Tage her. Heute Morgen habe ich euch dann die zweite Folge gezeigt. Dort ging es dann auch nochmal um das Thema Hund sich holen, allerdings dann zum Glück nicht mehr über dieses Thema der Qualzucht, aber trotzdem noch über das Thema Hund sich holen, aber auch ein Streit zwischen Daniela und Iris, der jetzt nicht so heftig war, aber ich fand die Wortwahl doch vor einer Achtjährigen sehr unangemessen war. Habe ich mich natürlich jetzt so ein bisschen auf die Suche gemacht, wie wird denn mit dem Thema eigentlich im Netz umgegangen, und vor allen Dingen hat Iris ein Statement zu den besagten Situationen gegeben, und Tatsache, ja, es gibt Äußerungen, die sind aber ganz anders, als man jetzt vielleicht vermuten könnte. Und das gucken wir uns heute hier erstmal alles an. Aber bevor wir damit beginnen, möchte ich mich bei euch bedanken. Wir haben es gestern geschafft. 35.500 Abonnenten, ein weiterer großer Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Videos so fleißig geteilt habt. Und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle Neuen hier bei uns in der Community. Und jetzt würde ich sagen, Feuer frei! Wir fangen mal zuerst bei Daniela an, denn nachdem die erste Folge ausgestrahlt wurde, hat sich Daniela Katzenberger auch gemeldet, und zwar in einer Story, so hat sie sich gezeigt. Lukas hat aber auch Glück, neben so einer Schönheit aufzuwachen, und dann hat sie von sich dieses Selfie gepostet. Dann folgte allerdings noch eine richtige Story, wo sie auf das aktuelle Format eingeht, und da hören wir mal rein. Guten Morgen, ihr Lieben. So, ich bin gerade von einer Stunde oder so aufgewacht. Oh Mann, ich bin so durchgedreht, wirklich. Ich habe mich so gefreut. Wie krass ist euer Feedback zu gestern? Oh Mann. Ja, und da habe ich mich tatsächlich wirklich ein bisschen gewundert, von wem hat sie denn Feedback bekommen, weil wir haben hier im Verhältnis relativ viele Kommentare gehabt. Ich glaube, wir sind über 700 Kommentare, und das ist schon für unsere Verhältnisse hier für den Kanal schon enorm viel. Und da konntest du eigentlich wirklich prozentual vielleicht von 5% ausgehen, die gesagt haben, Mensch, das war eine tolle Folge. Wir hatten hier 95% Entrüstung und Sprachlosigkeit über das Auftreten. So war das halt hier bei uns, kann ja jeder nachlesen. Und das hat mich jetzt schon so ein bisschen gewundert, dass sie hier von so gutem, von Rückmeldungen gesprochen hat. Das hat mich gewundert. Ihr seid ja völlig eskaliert bei Vox. Ich habe ja mit allem gerechnet, aber das. Boah, ich habe mir ein drittes Loch, also nicht nur ein zweites Loch in der Bobbes gefreut. Ich glaube, ich habe. Also, es sind mindestens fünf. Hey, vielen Dank, dass euch die Sendung so gut gefallen hat. Nächste Woche geht's weiter. Da poste ich auch wieder ganz viel. Aber echt, ihr seid die Geilsten. Ich bin so dankbar. Ich hatte morgen so Gänsehaut, als ich die Quoten gehört habe. Oh Mann. Danke, danke, danke. Ich könnte wieder, ich bekomme schon wieder die Tränen. Vielen Dank. Ihr seid echt mega. Ja, das war das Statement von Daniela Katzenberger. Sie hat sich hier sehr, sehr, sehr darüber gefreut, dass sie so viel positives Feedback bekommen hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man hier so ein bisschen auch die Tatsachen verdreht und dass man hier auch so ein bisschen nur positive Vibes macht. Ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht, und vielleicht kommt das ja noch, aber bis dato gibt es das noch nicht. Eine kleine Erklärung, wie man dann mit dem ganzen Thema Qualzucht im Endeffekt dann doch noch umgegangen ist oder wie man, ja, seine Reichweite vielleicht nutzen könnte, um auf dieses sehr, sehr wichtige Thema aufmerksam zu machen. Es folgte noch eine zweite Story von ihr, nämlich diese, die war dann ein paar Stunden später. Habt noch ein mega Wochenende, heute lächel ich im Kreis, bin voll happy. Also hier scheint für Daniela Katzenberger ganz klar zu sein, dass es ein großartiger, toller Start war. Man hat auch dieses Statement gepostet, oder diese, na, Statement ist es nicht, aber diese Story von Iris gepostet, die auch geschrieben hat, danke allen treuen und lieben Menschen. Und hier geht es auch nochmal um die TV-Quoten, die gucken wir uns auch noch gleich an. Und auch Iris, die ja nun in Folge 2 Teil war, hat sich auch einmal zu Wort gemeldet, aber auch eigentlich anders, als man vermuten könnte. Wir hören mal rein. Danke, danke, danke. Was war das gestern für eine geile Sendung, oder?
Ja, und jetzt geht's mir wieder besser. Jetzt ist Stefan krank. An dieser Stelle erstmal gute Besserung. Jetzt hat er die Erkältung eingefangen. Ja, und mein Rasen ist gemäht. Weil ihr mir alle geschrieben habt, Iris, du musst den Rasen unbedingt mähen. Ja, der wird hier gemäht. Wächst schön. Ich wünsche euch jetzt alle einen wunderschönen Tag. Ja, und das war das, was Iris dazu zu sagen hatte. Hat mich halt auch ein bisschen gewundert, dass man wirklich komplett alles, was irgendwie negativ war, ignoriert hat. Und das finde ich schon sehr schade, weil es gab ja nicht nur Negatives von den bösen Hatern, nein, es gab ja auch sehr, sehr viel Kritik von Menschen, die sonst normalerweise sich mit dem Thema gar nicht so sehr beschäftigen. Und wir haben Kritik von Tierärzten auch gehabt. Also es gab eine Menge Kritik, aber darauf ist man gar nicht eingegangen, sondern lässt letztendlich viele Fans so ein bisschen im Glauben, dass das einfach eine total tolle Folge war. Und ich persönlich sehe das ehrlich gesagt nicht so, dass es eine total tolle Folge war. Und ihr habt ja auch gesehen, dass sowohl Daniela als auch Iris immer einen Artikel geteilt hat. Und diesen Artikel habe ich mal für euch rausgesucht. Das ist nämlich von dwdl.de und da geht es auch um Quoten. Und das ist dieser besagte Artikel. Zitat, starkes Comeback. Daniela Katzenberger holt bei Vox stärkste Quote seit 2021. Rückkehr geglückt. Daniela Katzenberger hat Vox am Freitagabend absolut wunderbare Quoten beschert. Schläferz musste mit seiner zweiten Nitro-Woche Verlust hinnehmen. Ohne Chance blieb die RTL 2 Filmzeit. Also ihr seht, hier hat Daniela Katzenberger richtig wohl gepunktet. Wir gehen mal in den ersten Absatz rein. Zurück in ihrer alten Senderheimat ist nun Daniela Katzenberger. Lief ihre Reality-Soap in den vergangenen Jahren bei RTL 2, ist Daniela Katzenberger seit Freitagabend wieder bei Vox im Programm zu finden. Und der Auftakt lief mehr als nur nach Maß, denn die Katze überholt nicht nur Kabel 1, RTL 2 und Sat.1, sondern lag in etwa auch gleich auf mit Pro7, wenn man auf die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen blickt. Kurzum, die gesendete Doppelfolge erreichte bei den klassischen Umworbenen zunächst 9,1, dann sogar 12,2%. Die Reichweite bei allen stieg von zunächst 750.000 auf dann 900.000. Zitat Ende. Also das ist schon krass, wenn man das mal jetzt sich mal so anschaut, wie die Quote liegt und im Verhältnis zu den anderen Sendern setzt, ist das schon eine krasse Steigerung, die die Folge definitiv hatte. Ansonsten mache ich mal noch den Abschnitt hier. Zitat, abgerundet wurde der Katzenberger Abend mit Daniela Katzenberger die Story, die nach 22.10 Uhr noch durchschnittlich 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer generierte und mit 8,2% Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls richtig erfolgreich war. Vor der Primetime hatte zudem auch das perfekte Dinner einen ziemlich perfekten Tag erwischt und im Schnitt 9,6% erreicht. Zitat Ende. Weiter brauchen wir uns die Quoten nicht anschauen. Aber man kann schon sagen, dass die Menschen schon interessiert sind an diesen Reality-Dokus, möchte ich es jetzt mal nennen, und auch an Daniela Katzenberger selbst. Das wundert mich nicht. Daniela Katzenberger ist ja schon so lange ein Thema, dass die Menschen das interessiert, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Aber mich wundert es trotzdem, wie die Presse mit diesem ganzen Thema umgegangen ist. Und auch hier, wenn man wirklich mal Daniela Katzenberger googelt, gibt es eigentlich kaum Kritik, die erste Folge, sagen wir mal, ein bisschen durchleuchtet haben. Hier geht es tatsächlich so ein bisschen Spoilerwarnung um Folge 3 und 4, auf die gehe ich jetzt aber auch nicht ein, das machen wir separat. Aber im Prinzip ist die Berichterstattung, die Presse, was die Folge betrifft, so ein bisschen, ja, ein bisschen entspannter umgegangen, beziehungsweise haben es gar nicht thematisiert. Das muss man schon so sagen. Es gibt einen Artikel von Promis und mehr, die haben sich mit dem Beitrag auch kritisch auseinandergesetzt und das war es eigentlich. Ansonsten gibt es, wie gesagt, sehr viel Zuspruch hier im Kommentarbereich bei mir auf Instagram. Da ist schon eine Menge los gewesen und das finde ich schon sehr merkwürdig. Also wie gesagt, hier im Kommentarbereich, da ist eine Menge los, bei mir auf Instagram ist eine Menge los, aber was das Thema Qualzucht betrifft, was die erste Folge betrifft, auch die zweite Folge, all das wird irgendwie nicht aufgenommen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Ich hätte mir gewünscht, und dann hätte man vielleicht auch das so ein bisschen nochmal entkräften können, wenn es hier nochmal ein Statement gegeben hätte von Daniela, von Iris, weiß der Geier, und man das nochmal ganz kurz erklärt, wie man mit dem Thema umgegangen ist. Und darüber gar nicht zu sprechen, es einfach offen zu lassen, gefällt mir persönlich nicht. Aber nur weil es mir persönlich nicht gefällt, heißt das ja nicht automatisch, dass es schlecht oder richtig ist.
Schreibt mir gerne eure Meinung hier zu dem Thema in die Kommentare, was ihr erwartet hättet, was ihr euch gewünscht hättet und vor allen Dingen auch, wie ihr mit der Situation vielleicht umgegangen wärt, meine Lieben. Ein etwas kürzeres Video, aber trotzdem finde ich von der Information her dann doch sehr, sehr wichtig. Daniela Katzenberger lief auf Vox erfolgreich und ich denke auch in den nächsten Wochen wird die Sendung auch weiterhin gute Einschaltquoten generieren. Es scheint so zu sein, dass die Menschen dann doch genau sowas sehen wollen. Zumindest viele von ihnen, meine Lieben. Das sollte erstmal gewesen sein. Ein kleines Statement nochmal von mir. Wir sehen uns aber wieder auch nochmal um 14 Uhr. Bis dann wünsche ich euch erstmal alles mit Liebe. Macht es gut. Tschüss.